Vater. Die Lösung wirst du in der Welt nicht finden. Wie ich immer sage, die Führerscheinprüfungsbogenwelt ist nicht dazu da, dass du die Fehler rausmachst. Du wirst dich irgendwann zurückziehen, du wirst es aus einem gewissen Abstand heraus beobachten und das, was du zuerst beobachten solltest, ist dein eigenes Wertesystem. Das du jetzt durchschauen sollst, das du dir nicht raussuchen konntest. Und du wirst dann irgendwann in einen Bereich kommen, dass du sehr schwammig wirst, dass du gar nicht mehr einseitig sein kannst. Dass sich viele, je nachdem wo du wohnst, wenn du dich jetzt hier, das hatten wir ja schon, wenn du jetzt mit dem Kapo nach Berlin gehst, mir gefällt es so hier, ist ein Video auf YouTube von einer, die war extrem engagiert, ich habe dir schon erzählt, die war extrem engagiert, mit Flüchtlingen helfen, 2 Jahre lang, und die hat jetzt einen Verein gegen Flüchtlingshelfer gegründet, weil sie gesagt hat, sie ist so enttäuscht im wahrsten Sinne des Wortes, weil du keine Dankbarkeit hast bei denen. Du bleibst als Frau der letzte Dreck. Und diese ganze Kultur kriegst du aus den Köpfen nicht raus. Und dass die so arrogant sind, dass die meinen, das steht ihnen alles zu, das ist für die ja Selbstverständlichkeit. Die wohnen mitten unter Türken. Ab 2 Moscheen direkt dann aus. Und da gibt es Gute und gibt es Böse, aber jetzt, ich kann immer nur, und jetzt wie gesagt, ich bin wirklich nicht parteilich. Michael, unser Michael in der Schule in Weißburg, der sagt ganz klipp und klar, sind mittlerweile, wenn er in der Schule ist, fast 90% sind Ausländerkinder. Wenn wir durch Weißburg laufen, wir können heute Abend durch Weißburg fahren, wenn du heute Abend um 7 Uhr durch Weißburg gehst, ist der Marktplatz voll. Ich garantiere dir, von 10 Mann, wo dir entgegenkommen, sind 9 Ausländer. Es ist komplett Weißenburg, ist komplett in ausländischer Hand. So krass. So krass. Hundertprozentig so krass. Ich bin die letzten 14 Tage in der Maramari und jeden Abend spazieren gegangen. Wir sind immer morgens eine Runde und abends eine Runde gelaufen. Kannst du keinen Abend, wo es anders ist. Du hast die Klassen, da sind gar keine Deutschen mehr drin. Was habt ihr da für Industrie? 15% oder so von den Schulen. Keine Ahnung, muss ich mal gar nicht in den Kopf, da müsst ihr jetzt wieder mir was ausdenken. Und jetzt ist jetzt nicht, dass ich dagegen bin, ganz bestimmt nicht. Dann sag ich mal, du kannst dich nur schauen, wo du dich einneigst. Die Marin holt bei uns einen Dirk um die Ecke und der grüßt mich, der wohnt bei uns gegenüber. Das sind total nette Leute. Aber das ist gar nicht das Thema. Das Thema ist deine Einseitigkeit, die du in den Fokus nehmen sollst. Dann habe ich ein Video gehabt, begeistert eine, die sich hier in einem Dorf in Oberbayern engagieren. Ich habe das auch schon erzählt gehabt. Und wie toll das ist und die Syrer, die Kinder, die spielen zusammen und die kochen syrische Gerichte und die kochen bayerische Gerichte und ein Strahlen, ein Gutmenschengesicht auf, es ist ihr Traum. Aber Traum ist immer nur ein Traum, ist immer nur eine perspektivische Welt. Und ich sage, die müssen jetzt aus ihrer nahen Flüchtlingswelt rausreißen, wo alles so schön klappt und irgendwo in Berlin oder im Ruhrgebiet in eine Hardcore-Sender reinsetzen, wo sich die Leute gar nicht mehr auf die Straße trauen. Das ist die andere Seite. Und die, die nur meinen, die Ausländer sind nur schlecht, die müssen wir da rausreißen, dann müssen wir in so eine Idylle, wo die sich wirklich integrieren und versucht haben, in einer Große was Neues aufzubauen. Es gibt keine Lösung. Und wenn ich dann, auch das habe ich erzählt, wenn ich dann im Fernsehen immer Pixel mache, Bilder. Für mich sind das nur, was jetzt da ist, sind Bilder aus mir. Wenn du wach bist. Dann habe ich hier irgendwo Dresden oder was es war, und ich wüsste jetzt nicht von den Dresdner, wo es damals gegangen ist, mit Flüchtlingen auf dem Boden. Und ein ganzer Marktplatz grillt, Tiere grillen, absaufen lassen, absaufen lassen, absaufen lassen. Hat es mich gleich abgeschickt, wie ich das gehört habe. Weil das ist natürlich die eine Seite wieder extrem überzogen. Aber wo ist der Weg der Mitte? Den Weg der Mitte da außen ist nicht. Egal, was du machst, wenn du was richtig machst, entsteht im selben Moment ein Verkehr. Das ist die selbe Perspektive der Einseitigkeit. Und das musst du eliminieren, indem du dich vervollkommnest, dass du zuerst einmal dir bewusst machst, welche Seite für dich zurzeit richtig erscheint und dann demütig akzeptierst, dass hättest du das andere Programm, die andere Perspektive, die Kehrseite, das bis jetzt für dich verkehrt war, dass mit dieser neuen Logik, dieser Perspektive das auch richtig ist. Und wenn du das denken kannst, dann bist du in einem Heilungsprozess. Und das ist ein intimes Spiel, das spielt sich in dir selber ab. Mit dem Doppelschritt, Robby, wie ich gerade zu Ilse gesagt habe, ja, was soll ich machen? Du musst gar nichts machen. Den will ich jetzt das erklären, du musst gar nichts machen. Du schaust, was die Ilse macht. Und du kannst durchaus beobachten, was der Robby macht in der und der Situation. Und du schaust dann, wenn er in Entscheidung ansteht, du musst dich auf dieser Ebene entscheiden.
Fahren wir jetzt zum Einkaufen oder gehen wir zum Essen oder gehen wir nicht zum Essen? Und du schaust, was du dir dann einhandelst mit deiner Entscheidung. Du schaust nur und hüte dich, das, was du siehst, zu bewerten. Nur wenn du in diesen wertfreien Zustand kommst, fängst du an zu lernen. Solange du noch wertest, bleibst du ein blindes Ausschuss. Das heißt das denn auch, dass man seine Emotionen dann irgendwann verliert? Ziemlich, dann wirst du apathisch. Dann wirst du apathisch, nicht mehr leid. Also weder Freude noch Trauer, noch Zischen? Das ist der, der schaut. Aber du erlebst die Emotionen trotzdem. Weil das war ja schon wieder eine Ja-Nein-Antwort. Jetzt pass auf, du schaust dir einen schönen Film an. Schön, was ist schön? Einen schönen, traurigen Film, einen Liebesfilm mit viel Schmalz, wo du dich reinfallen lässt, dann erlebst du eine Emotion, die du eigentlich gar nicht erlebst. Habe ich so oft gesagt, ich kann dann heulen, ich kann mich ja da voll reinfallen lassen, ich bin ja der Weltmeister. Die sagen ja sogar im Dampfershop, sagen sie zu mir, ich bin ein Mädchen. Und da steht er dazu. Es ist meine weibliche Seite. Und meine Frau ist eiskalt. Die Kräfte so kalt, die sitzt mal, dann schaut sie mich an und mir läuft das Wasser schon runter und sagt, so. Die amüsiert sich dann mal köstlich. Und ich kann das aber auch abschalten. Das will ich jetzt haben. Ich brauche das Gefühl jetzt. Das ist wie eine Droge. Das ist die Kunst, dass du das steuerst. Und genauso kann ich eiskalt sein, wenn irgendwas ist. Das sind immer wieder, dann liebt er doch nicht mehr das Land weiter. Wenn ich jetzt ins Altersheim hochfahre und dann gehe ich rein und dann ist es Süd und ich sage, die Schwester meiner Mutter ist heute Nacht gestorben. Ist mir so wurscht, als ob ich in China fordern und fällt. Ist mir wirklich so wurscht. Das ist unausweichlich. Verstehst du? Das ist, es ist das, was ist. Kannst du nicht einfach akzeptieren, was ist? Dieses Kommen und Gehen. Da ist nichts Grausames dran. Das Grausame macht deine Logik, diese falsche Erziehung, dieses Fressen und Gefressen werden. Ich hab dich zum Fressen gern, sagt der Löwe zur Gazelle und macht sich eins mit ihr. Die totale Verschmelzung, tierische Form von Orgasmus. Da würde ich mal einhaken wollen. Ja, wenn gut. Jetzt jemand stirbt, gut, dann ist es der natürliche biologische Lauf der Dinge, kann man nicht ändern. Aber zum Beispiel in einer Partnerschaft kann man gleichgültig sein oder sich engagieren. Du kannst nicht gleichgültig sein, solange du das Programm in dir laufen hast. Das heißt, du musst jetzt erst einmal der werden. Ich rede ja immer. Ich rede immer von dem, der mich jetzt ausdenkt. Das heißt, wenn du jetzt eine wirkliche Partnerschaft hast, dass dir das Tier nicht gleichgültig ist, müssen wir überhaupt nicht reden. Aber wenn du wirklich gecheckt hast, dass Figuren in deinem Traum selber keine Empfindungen haben, erinnere an die Sympathie. Mitleiden ändert nichts an dem, was ist. Wenn du mit irgendjemandem mitleidest, geht es dem nicht besser. Ich fühl mich das heißt, wenn du dich selbst beobachtest, dass du jetzt traurig bist, geht es dem, der du zu sein glaubst, nicht besser, bis du dann erkennst, dass dem ja gar nicht geht. Mir geht es ja so, wie ich glaube, dass dem geht. Das ist die Empathie, das ist mein Leid. Also, das Leid der Welt ist dein Leid. Wenn du über die Welt leidest. Ich lache mittlerweile über die Welt, weil so viel Dummheit ist schon so bizarr. Ja. Es ist diese Dummheit und Geistlosigkeit, die ist so bizarr, die du vorgesetzt bekommst in deinem Traum, was man die Elite der Menschen nennt. Ich sage, egal, zeig mir die Weisen deiner Welt. Es ist so geistlos, so unendlich geistlos. Und ich rede jetzt nicht von einer einseitigen Meinung, sondern denk einfach mal selber nach. Wir setzen auf Wachstum. Ich sage, kein Problem, du kannst bis ins Unendliche wachsen, aber nicht auf einer Erdkugel mit begrenzten Reserven. Dass diese unendliche Verlogenheit von Umweltschutz, was die Grünen, was war heute Morgen, wen habe ich heute Morgen, ich zappe ja immer gerne, wenn so rum in so Nachrichten, was war heute Morgen, mit wer war das? Daniel die ganze sagt, er war Grüner, der hat die Grünen gewählt, bis die mit abgestimmt haben, was in Bosnien war. Wenn du jetzt wirklich alle Filme in dir drin hast, erzähle ich dir, wie diese Abstimmung war, wo dann auch übrigens der Schröder gesagt hat, damals, das war völkerrechtlich verkehrt, nicht unbedingt das, was die Grünen gemacht hat. Da kann man noch drüber streiten. Streng nach Vorschriften zwar, der Einfall der Russen, jetzt, ich mache Geschichte, wir denken uns jetzt eine Märchengeschichte aus. Der Einfall der Russen in die Krim, völkerrechtlich nicht in Ordnung. Was die aber komplett unter den Tisch kann, dass die Krim als abgeschottete Insel, das hast du mal früher schon immer zu Russland gehört hat,
früher, was auch immer früher ist, und dass hier komischerweise ohne irgendeine Diskussion eine Volksabstimmung stattgefunden hat, wo bei einer Wahlbeteiligung von weit über 90%, was ja in Deutschland undenkbar ist, über, glaube ich, über 92% dafür gestimmt haben, der Bevölkerung, dass sie zu Russland wollen. Jetzt frage ich dich. Das wäre ungefähr so, wenn alle Bayern sagen, wir wollen wieder zu Österreich. Ist das völkerrechtlich? Wir sind doch eine Demokratie, verdammt nochmal. Da muss das größere System muss das akzeptieren. Ist jetzt meine Vorstellung von Logik. Aber wenn ich jetzt komme in der Bosnien-Sache, da muss man jetzt, wenn einen politischen Hintergrund, wo ihr euch wahrscheinlich nicht interessiert habt, das mache ich jetzt einmal ohne Gewehr aus dem Stegreif, soweit ich mich erinnere, war nämlich kurz gestanden, dass die Grünen das erste Mal die Möglichkeit hatten, mit an die Regierung zu kommen. Und da musste die Grüne eine Abstimmung machen, aber die Grundvoraussetzung war, sie kommen nur mit an die Regierung, wenn sie da dafür stimmen. Genau. Und pass auf, ich kann mich noch erinnern, wie die Grünen abgestimmt haben, dass ihnen die Macht geil hat, dass sie mitregieren dürfen, das erste Mal in ihrer Zeit die Grünen gibt. Dass sie sich so verbogen haben, weil der Grundsatz der Grünen ist komplett gegen Militär und gegen Krieg. Sind einige Grünen-Gründe, ich weiß, die waren immer, sind aufgestanden und haben ausgespuckt und haben den Saal verlassen, ihr verratet unsere Ideologie, euch ist die Macht reicher. Das war damals der Fischer als Außenminister. Und der Daniel Ganzer, hier in dem Vortrag, der hat jetzt einen Preis gekriegt, heute Morgen kurz reinzappt, der sagt, er war bei den Grünen bis zu dem Punkt, dann hat es ihn gegruselt, dann musste er austreten. Weil er Antikriegsforscher ist, der will ja gegen den Krieg. Weil die Macht ist immer wichtig, es geht nur um Macht. Das ist das Einzige, was zählt. Es geht um die Partei und geht um Macht. Das ist eine Erbärmlichkeit, was diese Figuren in deinem Traum dir vorführen. Und immer daran denken, ich werf diesen Figuren in deiner Führerscheinprüfungsbogen, wählt nicht vor, dass sie so fehlerhaft sind, wie ich sie dir jetzt beschreibe. Du wärst vollkommen anders, wenn du Holofeeling verstehst, ohne dass sich an dem, der du zu sein glaubst, oberflächlich betrachtet, irgendwas verändert. Du wirst deinen Mund halten, du wirst auf deine Arbeit gehen, du wirst deine Rente machen. Und du wirst dich von Diskussionen um Weltverbesserung komplett fernhalten. Weil du feststellst, die Probleme der Politiker, nochmal deine Menschheit, da gibt es nichts zu retten, die ist spätestens dann weg, wenn du begriffen hast, dass das zurzeit bloß eine gewisse Phase ist, eine konstruierte virtuelle Welt mit Menschen, wo selbst der Funktion des menschlichen Körpers ein Konstrukt ist, aufbauend auf einer ganz klaren, zugrunde liegenden Matrix. Und da gehst du nur in Ansätzen in die Holoarithmetik rein, in das kleine Buch, das sind knapp 200 Seiten. Da wird nur ein Prinzip angerissen, wo ich dir über den ganzen Körper zeige. Oder Reda sagt, ich soll Holochemie schreiben, über das Mendeleische Periodensystem. Da reiße ich ja immer nur die ersten paar Elemente an. Nur das Wasser, das H2O, die Symbolik. Das mache ich dir mit allen Elementen, mit allen, die physikalischen Formeln, aber ich will nicht kompliziert werden, da sind natürlich die interessiert es mehr. Ich sage, das nützt dir doch nichts, wenn du die einfachen Sachen noch nicht verwirklicht hast in dir. Diese Seelenruhe, diese absolute Gelassenheit, egal was passiert. Begreife dein jetzt erlebtes Leben, das wie ein ständiger Wechsel von Bildern ist, wie das Wetter, jetzt in deiner normalen Logik. Dem Wetter ist so scheißegal, das ist schlecht Hagen. Du hast keinen Einfluss drauf. Und dem Wetter ist wurscht, wenn du dich darüber aufregst. Und jetzt setze für das Wetter jede jegliche Situation, mit der du konfrontiert wirst. Der Situation ist es so wurscht, ob du dich aufregst oder nicht. Ja, es geht nicht unbedingt ums Aufregen, trotzdem um eine Tat. Ich kann ja auch eine Tat machen. Die passiert doch eh in dir, wenn du träumst. Das ist jetzt ein Traum, was soll ich machen? Der träumende Geist, der träumt ganz einfach. Der kann nicht anders. Ein Politiker ist ein Politiker. Das Gutmenschentum verliert jeder Politiker in einem gewissen Ansatz. Diesbezüglich empfehle ich den Buch, habe ich auch mehrere Male angesprochen, Entschuldigung, den Film von Capra, Die Wendezeit, ein Kinofilm, nicht das Buch von Friedhof Capra. Das ist eine Verfilmung von dem Buch, das man eigentlich gar nicht verfilmen kann. Habe ich ein paar Mal schon angesprochen, finden wir so fast nicht, Wendezeit von Capra. Und da geht es genau um diese Politik. Zwei Junge, die ihr Studium abschließen in Amerika, beide wollen die Welt verbessern, der eine erkennt sehr schnell, dass das über die Politik nicht geht. Weil sobald du dich in das politische System hineinbegibst, musst du anfangen zu lügen. Mhm. Und wir müssen also nicht, wenn du einen Hauch von Physiognomie hast, dann schaust du dir die Heute-Show an. Es geht mir nicht um die Heute-Show. Es geht mir nur um die Szenen, wenn die Reporter von der Heute-Show, wo die verarschen, immer wenn irgendeine Partei da ist, von der SPD, von den Grünen, egal von wem, die Hardcore-Mitglieder, die du da sitzen siehst, das sind schon von der Physiognomie Volldeppengesichter. Da gibt es nichts. Es ist so krass, dass man das dann als Comedian-Show vorführen kann, was das für Deppen sind. Das ist die Parteibasis mit einem eingetragenen Parteimitglied. Das sind die Ja- und Amen-Sager.
die sogenannten geheimen Abstimmungen, wenn eine Demokratie, die eh keinen Sinn mehr macht, bin ich lang und breit schon vor über 25 Jahren drauf eingegangen, wenn die wirklich, wenn jedes, das allererste Grundvoraussetzung wäre zuerst einmal, dass du, wenn du eine Wählerstimme hast, dass alles, was die machen, muss veröffentlicht werden, dass das für jeden, der wählen darf, einsichtig ist. Es darf kein mehr hinter verschlossenen Türen geben. Geheimsitzungen, geheime Abstimmungen. Auch so ein Schock war wie die Privatisierung des Wassers. Großer Bundestag, alle haben Riesenreden gehalten. Das ist wirklich jetzt kein Witz. Alle, schaut, such in den Archiven. Alle haben Riesenreden gehalten. Es war, ich habe noch nie in der Geschichte des Bundestages jemals eine Abstimmung als Brüssel-Udum mitbekommen, wo alle Parteien, die damals im Bundestag gesessen sind, dagegen waren. Und dann kommt die Abstimmung und die Stimme dafür. Da habe ich gesagt, bin ich denn jetzt in einem Dollhaus? Es ist wie die letzte Europawahl. Das ist der einzige Witz. Das sind Millionen, die ausgegeben wurden für Wahlwerbung und den ganzen Scheißdreck. Das wird einfach unter den Tisch gefallen gelassen und man hat es neu gemacht. Das heißt, was ist noch Demokratie? Ist doch ein Witz. Das heißt, der Wahn. Jetzt ist immer wieder, du meinst, die Schuld liegt da außen bei den Menschen. Die Schuld liegt bei dir. Du begreifst noch nicht, dass dich der alte Gangster da oben in deinem Traum extrem verarscht. Bis du mal anfängst, das aufzugreifen, was ich dir sage, was ist jetzt eigentlich da? Ein Bild ist ein Bild. Zu diskutieren, ob das jetzt manipuliert ist oder nicht manipuliert ist. Machen wir doch 9-11. Das ist überhaupt noch zu glauben, dass da irgendwas, dann kommen wir sofort wieder die Terroristen, die Sprengungen. Ich sage, ich gehe ja nicht einmal so weiter. Bild ist ein Bild. Das sind Computeranimationen. Ich habe so viele Beispiele gezeigt. Es ist ein Bild. Ich sage nicht einmal, dass da vorher einer was gemacht hat. Ich habe das damals live verfolgt, da habe ich schon gesagt, das ist ein Witz. Jetzt nicht nur die Türme, die Ingenieure, die sich da auslassen. Das, was du dir jetzt ausdenkst, das ist ein krampfhaftes Festhalten an normaler Logik. Ich sage, das wurde weder gesperrt noch sonst was. Das ist einfach nur Bilder. Hier und jetzt, mehr ist nicht, weil darüber hinaus gibt es nicht. Halt verdammt nochmal das zweite Gebot. Mach dir kein Bild von irgendwas da draußen. Ich sage, da drüben im Himmel oder da drunten auf der Erde. Es ist in dir drin. Du träumst. Du denkst dir das aus und du meinst das, was du dir ausdenkst, ist da aus und du hast damit nichts zu tun. Das ist, mit Holofeeling ist das alles vom Tisch. Das ist gar nicht wert, dass man, wenn du das einmal verstanden hast, weiterdenkt. Das sind die Sackgassen, wo du dich reindenkst. Und du hast oberflächlich betrachtet, läuft dein Leben ganz normal weiter. Das ist die erste Form von Verwandlung. Du kannst jetzt weiter den Nan spielen in deiner kleinen Umgebung oder du kannst den Mund halten. Was überhaupt nicht funktioniert, wenn du meinst, du müsstest jetzt mit einer neuen Erkenntnis überzeugen. Weil da kann er dir garantieren, du wirst abgewatscht. Es ist ganz selten, dass du auf einen triffst, der dann ganz Ohr ist. Sein Geschenk. Von einer Größe, die du noch gar nicht erahnen kannst. Und ansonsten lass mal dein Leben unangetastet. Da kann man dann immer wieder sagen, Gott sei Dank bin ich schon so alt wie der Robby. Die Laura hat mal ganz ein schönes Stickbuch vor sich. Aber keine Angst, es kann, wie das kommt, kann immer wieder sagen, es wird auf jeden Fall den Bach runtergehen. Verwandlung. Es geht nicht anders. Es ist wie Einatmen und Ausatmen. Wie Sonnenschein und Regen und Hell und Dunkel. Das ist jetzt die Phase, die du hattest in dieser Aufschwungphase. Das geht jetzt ganz, ganz rapide. In 7 Meilenstufen geht es den Bach runter. Da gibt es ja nichts mehr zu retten. Es gibt mehrere verschiedene Lösungswege. Mehr oder weniger schmerzfrei, was auch immer schmerzfrei ist, aber wahrscheinlich wird es sich mit einem Krieg entladen. Das muss aber nicht sein. Und jetzt kommt schon wieder Zukunftsangst. Jetzt soll ich wieder morgen um 10 Uhr, gibt es keinen Frei. Das wird morgen nichts passieren, Laura. Wenn es passiert, passiert jetzt. Und jetzt kann er da eins garantieren, hier, schau dich um, erdbebensicheres Gebiet, keine Angst haben müssen, auch keine Flutgefahr, gar nichts. Alles ist gut. Vögel gezwitschert. Keine Kampfmaschinen am Himmel. Prost. Prost. Das ist Lauf. Sorge dich nicht um morgen. Der morgige Sorg sorgt für sich selbst. Einfache Sätze, Hammerschläge. Wenn du voll Vertrauen hast, funktioniert es. Aber wenn man sich darauf einlässt, man wird gegessen und geprüft. Und es hat ja nichts mit Faulenzen zu tun oder was. Du weißt immer wieder, das ist
mitarbeiten sehr relativ. Das wie definierst du Arbeit? Ich bin jetzt seit 25 Jahren, mache ich ja überhaupt nichts mehr. Könnte jetzt der normale Mensch sagen, soll meine Frau sagt, ich bin kein, der mehr arbeitet wie ich. Ich will aber nicht jammern. Du machst es halt einfach, weil es auf dem Film ist. Aus meiner Sicht. Auf der Ehe bin ich bloß ab und zu mal so. Meistens als gedacht, oder beim Hubert. Also wenn irgendein Impuls in mir entsteht als Programm, als Mensch, folge ich dem einfach. Misch mich nicht ein. Das ist ganz, das, du wirst schauen, es ist eine Selbstdisziplin. Aber ich tue mich da schon wieder hart, weil das schon wieder wie einmischen ist. Weißt du, was ich meine? Das ist der Beobachter immer drin, der Tierforscher ist in einer anderen Ebene. Der Leser ist nicht mehr im Film, im Roman. Er erlebt diesen Roman, er erlebt sich als eine Figur aus diesem Programm, diesem Roman heraus. Das ist eine höhere Ebene. Der erkennt, dass die Deppen, die drum streiten, ob der Henkel rechts oder links ist, mir sagen die, das ist die Politik, ob rechts oder links richtig ist, oder die Mitte richtig ist. Der das beobachtet, ist eine Stufe höher. Und der schüttelt nur den Kopf und sagt, hey, ihr wisst ja gar nicht, um was es geht. Ihr habt doch alle recht. Das zu akzeptieren, dass egal was einer behauptet, der in dir auftaucht, dass der recht hat, genauso wie du recht hast, wenn du meinst, es stimmt nicht, was der sagt. Das ist geistige Größe. Und es erfordert geistige Flexibilität. Diese bisschen Recht, wie in einem Baukasten sowas neu zusammenzusetzen, das ist Holofeeling. Das ist schon passiert. Das musst du dir bloß zu eigen machen. Wir sprachen gestern über die Schauspielmetapher. Die ist wirklich für mich extrem gut nachvollziehbar. Wie gesagt, ich denke mich rein, ich spiele eine Rolle, so weit, so gut. Aber im Theater oder im Film kriege ich ja gesagt, was ich zu tun habe. Da kommt jetzt der Punkt, im richtigen Leben, wenn ich mich selbst spiele, sagt es mir keiner, es sei denn, es kommt ein Impuls in mich rein. Tobias, da sind auch zwei Seiten dabei, dass du unterscheiden musst, dass ich immer wieder sage, wenn an der Bühne gibt es zwei Arten von Schauspiel. Wir sagen jetzt der klassische Faust. Wirst du feststellen, in der Regel, ich mache jetzt immer kleine Facetten, Variationen, wir haben einen Urfaust und wenn der aufgeführt wird, dann kann ich mir jetzt von Brandauer die Aufführung, das er spielt, oder von Grüngens die berühmte Fassung. Faust ist Faust. Jeder spielt den Faust individuell anders, aber die sprechen denselben Text. Wenn ich jetzt mir ganz bewusst ausdenke, dass ein Film gedreht wird, ist zwar auch ein Drehbuch da, aber du wirst feststellen, dass hier gewisse Szenen, die relativ frei sprechen, weil man sagt, Mensch, die müssen ja so viel lernen, die lernen zwar den Text frei, aber da geht es nicht, dass die Wort für Wort den Text machen und wenn die jetzt hier manchmal 50 Klappen haben, wirst du feststellen, dass die in einer längeren Szene 50 Mal was anders sprechen. Und das ist dann improvisiert, was ihnen einfällt und da ist oft das, was rauskommt, was im Drehbuch gar nicht drinsteht, weil dem, der spontan einfällt, das passt ihm in dieser Situation und der Spruch ist so gut, dass man den drin lässt. Da kommt jetzt schon die Improvisation mit rein, was ich ja in dem Orchesterbeispiel, in Ich bin, du sagst, dass du die göttliche Symphonie, das ist Holofeeling, ist eine Grundkonstrukt an Komposition. Und das kann jetzt sehr variationenreich aufgeführt werden. Und jetzt denkst du dir, große Halle, und da ist ein Symphonieorchester, Hardrockband, dann Jazzband, dann Dudelsackband, ein Blasorchester. Blasorchester, die sind alle in dieser Halle, in der großen Halle aufgebaut und die können dieselbe Musikstück aufführen. Das heißt also, die müssen sich aber an die Komposition halten. Ja. Ausheben und zum Improvisieren anfangen. Kennst du nicht, oder? Das ist jetzt erstmalig, dass die abgleiten von der Grundharmonik, ja. Aber sie müssen sich trotzdem mit den Harmoniegesetzen anfügen. Das ist jetzt dann das Improvisieren, das ist das Wichtige, das macht dich nochmal farbenprächtiger. Ja. Und das Ganze kannst du jetzt immer wieder diese Metapher wieder umsetzen. Aber du darfst niemals die Grundharmonik und dieses harmonische Verständnis, was Leben ist, dieses tiefste innere Gefühl, wie oft welche sagen, von richtig und verkehrt, das kann sehr trügerisch sein, weil du dein tiefstes inneres Gefühl, mein tiefstes inneres Gefühl von Menschlichkeit ist nicht, wenn eine schreien, absaufen lassen. Was, wenn alle schreien, was? Wenn eine schreien, ein Mob absaufen lassen schreit, weil ihnen ihr eigener Wohlstand wichtiger ist, und was ist dann schon wieder Wohlstand? Und dann kommt dann diese Heuchelei. Wie oft habe ich zum Beispiel erwähnt, dass so wie du dir mit deinem Programm jetzt die Welt ausdenkst, die Menschheit ausdenkst, muss dir eins klar sein, dass 70% der Weltbevölkerung werden sich alle 10 Finger abschlecken, in Deutschland mit einem Hartz-IV-Finger tauschen zu müssen. Es ist ein Frisel, wenn die überhaupt jammern. Und dann sehe ich wieder auf der anderen Seite diesen absoluten Überbrunk. Jetzt haben wir es gerade mit diesen super teuren Autos gehabt.
macht es einen Sinn, sich ein Auto für 4 Millionen zu kaufen? Und ich kann mich, die Bosnien-Krise, wie war, wurde gesammelt, das ist ja immer wieder die zwei Seiten. Da sammeln die für Essen, weil nichts da ist. Und dann schlage ich eine Wiener Zeitung auf und in Wien sehe ich, dass sie, was, wie viele Lastzüchte jeden Tag am Brot wegschmeißen, in die Verbrennungsanlage fahren, weil es überbleibt. Die müssten das einfach plus 250 Kilometer oder was 300 Kilometer weiterfahren, dann wären sie in dem Krisengebiet, wo es nichts zum Fressen gibt. Dann gibt es eine Umweltkatastrophe in China, in denselben Nachrichten, kommt zum einen mit Betreff diese große Katastrophe, irgendein Erdbeben oder was das war in China. Es wird zu Spenden aufgerufen, Cut, Wirtschaftsteil, in denselben Nachrichten wird erwähnt, China hat das größte Dollar-Bargeld-Vermögen der Welt, wesentlich mehr wie Amerika selber. Und die haben ein Erdbeben in ihrem eigenen Land und in Deutschland wird zu Spenden aufgerufen. Jetzt kommt aber wieder das Nächste, das Geld. Was ist das Geld? Was sind diese Dollarnoten? Können die die fressen? Wenn ein Tsunami ist, was bringt es, wenn du Geld überweist? Geld ist doch nichts. Die brauchen Wasser, wenn das Wasser verbessert ist. Dann muss man Wasser hinbringen, diese Hilfsorganisationen. Es ist einfach nur, über das Militär müssen wir gar nicht reden. Es sind Fehler in einem Führerscheinprüfungsbogen. Und ich betone nochmal, ich kritisiere das jetzt nicht, was ich dir erzähle. Ich beschreibe dir einfach das, was du jeden Tag, solltest du in die Röhre schauen oder Zeitung aufschlagen, zu sehen bekommst. Und das, was ich jetzt wirklich kritisiere, ist die Dummheit, dass du glaubst, das, was du aus diesen Pixeln oder aus den Farbspritzern machst, was du dir ausdenkst, das sind Reizauslöser, dass du immer noch felsenfest glaubst, du hast mit dem Zeug nichts zu tun und das ist da außen und du armer Mensch lebst ja in der schlechten Welt, in die du dich selber hineindenkst. Das ist das Problem. Also willst du deine Welt verändern, verändert erst einmal deinen eigenen Glauben. Und damit wird sich automatisch deine Welt verändern. Wenn ich jetzt genauer müsste ich zu sagen, beschaff dir zuerst einmal einen eigenen Glauben, weil dein jetziger Glaube, den du mein Glaube nennst, ist dein Schwamminhalt, den konntest du dir gar nicht raussuchen. Das ist die Führerscheinprüfungsbogenwelt. Solange du im Führerschein bist, hast du nicht nur den Fragebogen, sondern auch Praxis. Leb es. Lebe es so, wie ich dir das als Udo vorlebe. Ohne Wenn und Aber. Musst du dich gar nicht verbiegen. Da musst du auch keinen Arsch kriegen, nicht wann, aber da wirst du feststellen, du lässt die Meinungen, du machst Ansätze von Diskussionen, wenn ich immer, wo ist mein Grause? Mein Grause, wo ist mein Grause? Aufgelöst. Der sich dann immer wieder aufbäumt und nach solchen greift doch. Ich will immer das Gegenteil von dem dir sagen, was du zurzeit vertrittst. Die Kehrseite, wo du meinst, boah, das stimmt nicht. Ich sage euch dir ganz klar vor Augen, für was dir fällt zur Vollkommenheit. Nicht, dass das meine Meinung ist. Würdest du jetzt das glauben, was der Udo dir jetzt vorspielt, dann würde ich das sagen, was du jetzt glaubst, was richtig ist. Dass du zuerst einmal die Hinkel rechts, Hinkel links siehst, dass beides möglich ist. Das Festhalten an einer einseitigen Meinung. Sympathie. Mitleid. Hör auf, mit irgendjemandem zu sympathisieren. Bringt doch nichts, wenn mit jemandem Mitleid ist. Man kann übrigens auch mit Gruppen oder mit Parteien, mit christlichen oder sonstigen Sekten oder Organisationen sympathisieren, dann hängst du automatisch in diesem logischen System drin. Katholiken, Protestanten, Zeugen Jehovas, was ist der große Unterschied? Jetzt müsste ich mich wieder wiederholen, die leben alle in den Imbert, in den Wahn, dass sie glauben, das, was glauben, ist einzig Richtige. Und alle anderen haben nicht recht. Und dann diese geheugelte Form von Toleranz. Es ist doch so. Schau einfach. Schau. Du siehst deine Interpretationen, das, was eigentlich da ist, ist sehr, sehr zart. Wie man so, wo ich sage, die wirklich gefährlichen Tiere sind immer hinter einer Glasplatte oder bevor was, hinter einem Wasserbecken. Ist nicht in deinem bisherigen Leben nicht genauso gewesen? Jetzt in deinem Leben. War nicht alles Gefährliche bloß immer hinter der Mattscheibe? Oder über einen großen Teich, wo du nicht wohnst? Man kann natürlich dahin fahren und helfen. Das sind die Volldeppen. Weil die dann richtig sich eindunken in ihre eigenen Gedanken. In ihrer Form von Rechthaberei. Das ist das, was ist. Hallo, ja, Leute, so ist das Leben. Wann fangen wir zum Grillen an? Jetzt. Gut, möchtest du auch noch ein Wasser, oder?
die 150 Grad schneiden. Wasser? Oder reicht dir das? Das reicht nicht. Isotonisches Getränk, das geht weg. Vitamin B. Aber jetzt so viel um dir, keiner hat alkoholfreies Weizen drum. Doch. Bei uns früher, ich meine bei mir früher immer, die waren die leichten Weizen. Und dann habe ich angefangen, pass auf, sehr interessant, dann habe ich angefangen, alkoholfreies Weizen zu trinken. Schmeckt nicht. Und pass auf, kleiner Schlüssel, habe ich gesagt, pass auf, wenn du mal aufpasst, als Kinder, hängt jetzt vom Alter immer ab, da hat man früher, wenn man nichts gehabt hat, aber Mama, habe ich Kinderbier gekriegt, ein Malzbier. Kennst du das Malzbier? Das hat diesen malzigen Geschmack. Ja. Jetzt probier mal. Ich kenne das. Also. Kennst du das? Ja, klar. Nimm mal einen Schluck. Das ist besonders gut, das ist Oerdinger. Und das hat genau ganz leicht diesen malzigen Geschmack im Hintergrund. Und seit ich gesagt habe, oh stimmt ja, das ist wie das Malzbier in der Kindheit. Jetzt trinken alle nur noch ein alkoholfreies Weißbier. Er ist auch besser geworden. Ja, das, ja, ohne Frage, ohne Frage. Hat sich einiges getan. Ja. Die ersten waren schlimm, die haben künstlich geschmeckt. Ja. Da war so ein ganz komischer, künstlicher Geschmack drin. Aber jetzt kannst du es nicht. Also, guck mal, was der heute eingeschickt hat. Es ist immer so, es ist immer die Dankbarkeit. Und ohne die Dankbarkeit bekomme ich für alles, was du erledigt hast. Das ist die Altersweisheit, das ist was, was du niemals verstanden hast. Wenn dann die Spanne des Alters noch weiter sitzt, nicht nur so von Menschen reden, sondern auch von Menschen reden. Ich hoffe. Und dann guck mal. Alles schon passiert. Im Energiedrink, brauchst du, hast du das nötig? Zu steigen. Guck mal, den habe ich jetzt gar nicht gesehen. Antriebsstoff. Den habe ich jetzt gar nicht, gesehen. Was findest du dazu gesagt? Hat die Susanne. Guck mal her. Holger, schau mal. Holger, darf mal schütteln, wir machen es eh nicht an. Schau mal das genau an, das wäre was für dich. Wollen wir wieder zurück? GT. Urin? Was ist das? Maximal G. Schauen. Antriebsstoff. Udo, den musst du auf X nehmen. Ich brauch's nicht. G, das große G. Warte mal. Dankeschön. Maximal geistiger Antriebsstoff. Für OP, um nach oben zu kommen. Ja. Und das Schild habe ich mir auch gekauft. Das hänge ich mir zu Hause so auf, dass ich es immer sehen kann. Ja. Die Ildi trinkt auch den Treibstoff. Ja, ich glaube, also die hat ihn als erstes entdeckt. Das mit dem Modell, als sie das war mir schon den Energy-Drink holte, Red Bull. Und dann hat der Tankstelle gesagt, haben wir nicht mehr, aber dies haben wir. Die Hingabe seiner Schöpfung widmet, wie der das macht, bis ins Kleinste. Da gibt's viele, viele, das ist eine richtige Szene. So eine tolle Symbolik. Und die machen wirklich von Grund auf, wenn du mal das anschaust, die hat, die machen keine Bausätze, sondern die konstruieren auch mit Cut, mit Zeichnungen und dann fräst es das raus. Aber die Metallteile, jede Kleinigkeit, wo sie drehen, das ist wirklich in Miniatur komplett das Original verkleinert wieder zusammengesetzt. Du hast schon gesehen, ich habe auch Modellbau gemacht. Ich habe Bausätze, ich habe aber auch selber von Grund auf praktisch nach der Baupläne Modellschiff konstruiert. Ja? Und das ist, man braucht auch viel Zeit dazu. Und es muss entsprechend mit Herzblut gemacht werden, sozusagen. Also
Ich habe es mal ein bisschen kennengelernt, war mal eine Zeit drin, aber dann nicht wieder drin. Du hast, wie es auf dem Film ist, es sind alles Zeitfresser. Ja. Aber Zeit ist ja immer relativ. Aber man sieht doch, wie weit es gehen kann. Also so ein bisschen sowas. Ja. Wie weit, wie präzise man das machen kann. Jetzt geht man mal noch an. Denkt sich das als einen Schöpfer einer Welt. Das ist die Welt ungefähr sehr groß. Okay, okay. Wer sagt's mir? Perfekt. Versteckt uns ja auch vorher noch dahinter. Wer will sich's ausdenken? Das war falsch. Der hat sich das ausdenkt. Ihr müsst jetzt neu, was im Namen jetzt nicht, da ist ein neues Videospiel rausgekommen, was der Nerd bestimmt. Ist unser Nerd da? Der was bestimmt, der Nerd, was das bestimmt? Der ist jetzt ein ganz neues, 2019 kommt ein neues, das kommt jetzt auf den Markt, da sind die ersten Trailer da. Und das ist die ganze Fachwelt steht Kopf, weil sie sagen, das GDA, wo ich immer spreche, ist ja schon begeisternd. Aber das Neue, wo jetzt ist, das macht dich so fassungslos. Da gehst du wirklich in einer Simulation wie bei Blade Runner oder durch New York. Du kannst überall reingehen. Die Straßen, die Animation ist fast fotorealistisch, wo du dich da durchbewegst in dieser virtuellen Welt. Und das ist so bis ins Detail, dass die sagen, das kann man eigentlich sich gar nicht vorstellen, dass das programmiert wurde. Ich habe mir einen Trailer angeschaut, das flasht mich total weg. Aber es ist ja schon wieder hier der Glaube, dass da außen irgendwelche was machen, was du dir ausdenkst. Das ist immer die Schwierigkeit. Das alles wird praktisch seine Macht aus dem Nichts von Null angesprungen. Aus dem Nichts. Null ist nichts, ist alles. Ja? Das ist die Energie. Es wird alles aus Energie gemacht. Ja? Zumindest was du dir denkst, und wenn du jetzt begreifst, dass du diese Energie bist, wird das alles aus dir selbst gemacht. Jetzt kann man schon wieder das Wort, es wird aus dir selbst gemacht. Meine ich jetzt, du bist das Material, aus dem das gemacht ist, oder aus dir heraus? Und du wirst merken, das sind schon wieder Möglichkeiten an Vorstellungen, die die Sprache dir klar liegt. 200 Gramm rote Knete. 200 ist der rote Kopf. Gramma sind die Zeichen. Und Ken Edde? Der Nerd? Ja, wie hast du das neue Super-Videospiel, Nerd? Hast du es im Kopf? Das neue Super-Videospiel, diese virtuelle Welt, wo jetzt Werbung gemacht wird, die jetzt kommt, ist wurscht. Du weißt doch, was ich meine. Ja. Irgendwas, 2019 kommt es, ne? Irgendwie ist jetzt ganz neu. Cyberpunk, glaube ich. Das. Cyberpunk, genau. Wo die Fachwelt zu Kopf steht. Hast du die Trailer angeschaut? Ja, ja. Das ist überheftig. Ja. Ja, ist alles so realistisch. Es ist fotorealistisch. Wirklich, wenn du mal in New York warst, das ist ein Riesen, das muss eine Stadt sein, eine simulierte Welt, wo du dich reinbegibst, wie wenn du in New York bist. Genauso groß. Wo aber bis ins Detail wirklich fast fotorealistisch ist. Du kannst da überall reingehen in die Läden, du kannst alles anfassen. Wenn die Menschen, alle Menschen, die dir entgegenkommen, reagieren, das sind alles KIs, das macht dich fassungslos. Du musst den Trailer anschauen. Programm. Meinst du, das ist jetzt was anderes? Es wird immer so sein, wie du glaubst, dass es ist. Soll ich den Date mit der Frau mit dem roten Kleid organisieren? Das ist es. Da in der Fantasie ist es drin. Und das ist jetzt schon in einem gewissen Maße wirklich. Und weiter, Udo, K-N-E-T-E. Ken ist die Basis, das Fundament. Ja. Das Unter haben wir ja oft gehabt. Ja. Und Edde schreibst du 70405. E-T-E, ja, Edde. Ja, das ist jetzt. Das ist das Hebräische Wort von jetzt. Die Gnede kennt Edde, heißt praktisch, die Basis ist das Jetzt. Auch das Fundament, die Facetten, die Wellen, die aufgeschmissen werden, die du verstreust, sind immer jetzt. Das ist kennt Edde. Stimmt oder stimmt? Absolut. Wenn ich dann die Barbie-Puppe Beispiel, wenn ich das bringe, Bar. Heißt das Äußere, BR heißt das Äußere und B heißt in mir. Barbie heißt das Äußere ist in mir. Das ist die Frau. Wie heißt der Mann dazu?
kennt. Das ist die Basis. Das Ganze kommt vom Matt. Jetzt können wir. Ich mache dir jedes Wort. Ich sage, die Magitüdensuppe, stecken so tolle Sachen drauf. Du rutschst jetzt in einen komplett anderen Bereich, was du oberflächlich nicht siehst. So wie der Krug, der zum Brunnen geht. Das, was ich damit ausdrücke, hat mit dem Krug nichts zu tun. Das passiert mit allen, wenn du das beherrschst in der Fahrersprache, kommst du sofort auf die Meterebene und hast dann Glotten. Wenn du das mal mit 100.000 von Wörtern gemacht hast, wirst du feststellen, das ist so. Das ist das Neue. Und jetzt ist das Schöne, das muss niemals ein Gedanke von dir verstehen. Das wird auch nie ein Gedanke von dir verstehen. Du kannst jetzt welche denken, die den, weil du dir denkst, dass die das verstanden haben, haben die für dich den Anschein, dass sie es verstanden haben. Sie haben es aber trotzdem nicht verstanden. Das kann nur der verstehen, der sich das ausdenkt. Für den ist das. Also mach dich zuerst einmal zu dem Denker der Welt, die du dir zurzeit ausdenkst und nicht zu irgendeinem Gedanken von dir selbst. Das ist die Grundlage von Hodophil. Und jetzt muss es erst einmal Geduld gefragt. Nicht Tobias, das ist, da geht es dann nicht schnell genug und Zeichen und Wort. Nee, man muss ja irgendwie was tun. Das ist eigentlich nicht. Du wirst von allein älter, glaub mir, das sieht in 10 Jahren nochmal anders aus. Mach mal nochmal 10, 15 Seiten in deinem Buch. Man ist auch hilflos, man will was. Vor allem dann, wenn die Phase erst, wenn du jetzt meinst, zumindest, du hast die Grundlagen verstanden, ob das jetzt im Großen ist oder in der Familie. Und dein Tierchen werde ich immer wieder eines Besseren belehren, dass es dann doch wieder querschießt. Und dann wieder rumjammert, weil es wieder einen Scheißbaum hat. Was soll ich, hast du eigentlich vorher schon gewusst, dass das Scheiße ist? Was machst du denn dann? Was ist das Tier in dir drin, das dich dann doch immer wieder den Scheiß machen lässt? Das sind die Wiederholungen. Da hinten ist mein Grause. Da hinten ist mein Grause. Ich hab dich gerade vermisst. Warst du gar nicht da? Ah, alles klar. Ja? Habt ihr die Welt gewechselt? Was habt ihr denn angeschaut? Adlerfink ist nett. Ja. Nett. Habt ihr das mit den Autos hinbekommen? Nee, nicht richtig, weil die Steuerung ist jetzt ziemlich schwer. Also, da kommt so eine ewig lange Schwanze, wo sie springen muss. Da kann man ja ewig so anlaufen. Ja, ich bin gesagt, ich habe das nie gespielt. Ich kenne die Media von 80 und 30 Spielern. Ja. Das ist bei mir ist das Problem. Ich komme oft nicht vor. Also wäre ich ein Schauspieler ohne Rolle. Das Beobachten ist gar nicht das Problem. Die fehlende Buch. Ich pass auf, ich bring's mal in meinen Worten. Du fühlst dich zur Zeit wie bestellt und nicht abgeholt. Genau. Da haben wir schon mal drüber gesprochen. Ja. Das ist auch, was man ertragen muss. Big 7 auf Bahnsteig 8. Was? Big 7 auf Bahnsteig 8. Was? Big 7 auf Bahnsteig 8. Big? Bestellt und bin ich abgeholt. Den Witz, ja. Da gibt es den Sein in den Schlaf. Kann ich mich erinnern, da war der Katrin nochmal bei mir, wo sie da den Ausraster hatte, BC. Und wo sie dann sagt, ja, und ich habe ja Holofeeling verstanden, aber keiner versteht mich. Da habe ich mir gesagt, was müsste denn ich sagen? Und die hat es mich gar nicht verstanden. Ich sage, ich höre komischerweise, du hast jetzt zwei Sätze gesagt und da war sechsmal das Wort ich dabei. Ich. Dieses übermächtige blaue Ich. Das übermächtige blaue Ich. Also man kann halt einfach sehen, was passiert oder wie das Ego vielleicht noch reagiert. Und das kann man sehen, wenn du der Beobachter bist, kannst du das nicht mehr sehen, dann siehst du es. Genau. Und, nur und jetzt nochmal nicht werden. Kann lernen. Lernen tut nur Geist. Ein Computerchip lernt nichts. Ja. Und da können dann diese sogenannten Professoren, können dir dann irgendwas von lernfähigen Programmen erzählen. Die machen den Anschein, dass sie lernen. Und das machen sie aber nur dann, wenn du sie so programmierst, dass sie praktisch lernfähig erscheinen. Selbstlernende Programme nennen wir das dann auch. Aber das Programm selber lernt ja nichts als Ding an sich. Lernen tut nur Geist. Und lernen tust du in dem Moment, wo dich im tiefsten Innern was interessiert. Das heißt, wenn du alles, was du aus einer tiefen Neugier machst, das Kind, das auf allen Vieren rumkrabbelt,
den Finger in die Hundekacke reinsteckt und das dann abschleppt, das Land. Weil das neugierig ist. Das ist übrigens die tiefe Symbolik, dass Kinder alles noch im Mund nehmen wollen, bis die Eltern sagen, nein, nicht, nicht, nicht. Die wollen sich eins machen mit allen. Das ist die Symbolik in dieser Sache. Das ist übrigens die erste Sache, beim Kind ist immer, wenn der da liegt, die erste Bewegung ist Rückenlage, Bauchlage, wo er sich rumwellt. Dann kommt es langsam das Krabbeln, das Hochziehen und dann das Balancieren. Ich immer sage, wenn eine dort stehen, wenn sie laufen, dann mit dem Windelback und fallen auf den Windlarsch, die fallen ja nicht tief. Und du schaust zu und du lachst, wenn du das siehst, du lachst das Kind nicht aus. Du freust dich zuzuschauen, wie das laufen kann. Das heißt, wenn ich jetzt den Anschein mache, dass ich mich über ihn lustig mache, nee, es ist dasselbe. Ich lache einfach und schaue zu, wie er langsam vom selber zum Denken anfängt. Und immer wieder dieselben Fehler macht. Weil ihm die Balance noch fällt. Das ist auch eine andere Form von Balance, mittig zu denken. Nicht wegzugleiten, wenn ich sage, nicht ballern, nicht, du darfst nicht laufen, in die Zukunft denken und in die Vergangenheit denken. Das schmeißt dich vom Hier und Jetzt raus. Du musst dir sagen.